So Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird es mal Zeit, euch aufzuklären, was eigentlich mit der Polizei war. Viele von euch haben ja schon von dem Vorfall mitbekommen, beziehungsweise es hat sich ja durch das Video von Motorradnachrichten und diverse Zeitschriften gut rumgesprochen. Es werden die nächsten Wochen wahrscheinlich mehrere Videos zu dem Thema kommen, wie zum Beispiel, was genau habe ich alles gemacht und so weiter. Vorab, es gab schon damals in den letzten Frage-Antwort-Videos Kommentare wie zum Beispiel, du zeigst ja gar keine Reue oder dich juckt das ganze Zeug ja gar nicht. Dazu kann ich nur sagen, dass ich keine Videos mache, bei denen ich die ganze Zeit am Rumheulen bin oder die ganze Zeit Reue zeigen will. Ich mache nicht deswegen Videos, sondern ich will euch so gut wie ich kann unterhalten. Und wenn ich Reue zeigen will, tue ich das persönlich bei der Polizei und nicht auf YouTube. Außerdem wollt ihr das glaube ich auch nicht. Es fällt mir auch nicht leicht, dieses Video zu machen, dadurch das Denken und Reden, die ganzen Erinnerungen wieder hochkommen. Aber ja, jetzt fängt das Rumgeheule schon an. Ich mache das Video auch extra nur für euch und nicht für mich. Von mir aus kann ich das Video auch gar nicht machen oder ich kann drauf verzichten. Aber ich bin euch eine Antwort schuldig. Und ich selber brauche es eigentlich auch, weil die ganze Zeit fragen mich Leute, yo, wie sieht's aus? Bekommst du dein XC wieder? Wie sieht's mit der Strafe aus? Leute, ich werde euch dann schon Bescheid sagen, wenn es was Neues gibt, beziehungsweise wenn es was Besonderes Neues gibt. Ich bitte euch auch, keine unnötigen Kommentare unter diesem Video zu posten, weder gegen mich oder gegen die Polizei. Zeigt einfach da ein bisschen Respekt. Viele fragen sich, warum kam früher nichts Genaueres dazu, sondern erst nach 8 Monaten. Also erstens, ich hatte einfach keine Lust mehr nach der Sache Videos zu machen. Zweitens, ich hatte kein Motorrad mehr und wollte eigentlich unbedingt Motovlogs aufnehmen, aber ging ja nicht. Ich wollte zwar immer Videos für euch machen, aber manchmal geht es auch einfach nicht von mir aus, also tut mir leid. Ich versuche in Zukunft ein bisschen mehr Videos zu machen. Ich versuche auch Motovlogs zu bringen. Ich habe meinen Führerschein noch, aber ich habe einfach kein Motorrad und ich kenne auch nicht viele, die mir jetzt so eins ausleihen für den ganzen Tag oder so, dass ich mehr fahren kann. Ich bin jetzt schon seit einem Dreivierteljahr kein Motorrad mehr gefahren. Ich bin ein, zwei Mal zwischendurch so 5 Minuten oder 10, 20 Minuten gefahren. Aber ich bin seit Oktober kein Motorrad mehr gefahren. Also, fangen wir mal an. Weshalb wurde die Polizei auf mich aufmerksam? Ja, die Göppinger Polizei hatte die Szene schon im Auge, also Ulm-Umgebung. Sie waren auf dem Instagram-Profil eines Kollegen von mir, den sie schon länger verfolgt hatten. Und sahen da halt ein Video, wo ich ihn gefilmt habe. Aus Neugier wollte der Polizist, der liebe Herr Groll, Grüße gehen raus, den Filmer des Instagram-Videos auswendig machen, das war natürlich ich, und ging somit auf mein Profil. Natürlich hat die Polizei vielleicht ein paar unangebrachte Sachen auf meinem Profil gesehen und wurden daraufhin aufmerksam auf mich und haben auch über mich wahrscheinlich recherchiert. Nach Instagram wurde natürlich auch mein YouTube-Kanal entdeckt. Als sie dann bemerkt haben, dass ich extrem schlimme Sachen mache, nee, Spaß. Ja, als sie dann die unangebrachten Videos gesehen haben, wurden die Ermittlungen, denke ich mal, eingeleitet. So wie ich es mitbekommen habe, waren die Best-ofs von mir ausschlaggebend. Nach einigen Ermittlungen standen die dann bei mir mit einer Hausdurchsuchung. Sie waren, glaube ich, zuerst bei meiner Mutter, weil ich da offiziell wohne. Und haben so gut wie alles mitgenommen. Die Xbox One, meine Laptops, USB-Sticks, Festplatten, Handys, die rumlagen, Kameras und so weiter. Halt alles, wo Aufnahmen drauf sein könnten. Jedoch war ich dann nicht zu Hause. Ich bekam dann einen Anruf von meinem Vater, dass ich heimkommen soll, weil die Polizei auf mich wartet. In diesem Zeitpunkt war ich mit einem Kumpel unterwegs an einem Badesee und meine KTM stand da bei einem Kollegen, weil sie an dem Tag Probleme gemacht hat. Ja, als er mich dann nach Hause gefahren hat, wurde ich durchsucht und mein normales Handy, also mein richtiges Handy, wurde mir dann weggenommen. Ich durfte dann den Beschluss nach der Belehrung durchlesen. In dem stand, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe den jetzt gerade auch nicht bei mir, KTM XC, Fahren ohne Fahrerlaubnis, 150 km/h, sowas in die Richtung, stand da drin. Nach dem Lesen wusste ich dann genau, was Sache ist. Mir war aber überhaupt nicht klar, was noch alles dazukommt. Ich hatte auch noch nie so einen Moment, ich wusste einfach überhaupt nicht, was ich machen soll, beziehungsweise sagen soll. Ich habe mir einfach zum Beispiel gedacht, ja, vielleicht Anwalt oder ehrlich sein. Aber ja, Leute, ich habe mich fürs Ehrlichsein entschieden. Jetzt ist die Frage, wieso?
Also erstens, ich bin eigentlich ein ehrlicher Mensch, ich kann schlecht lügen bei sowas. Viele von euch werden sich jetzt denken, wie dumm bist du eigentlich? Warum hast du keinen Anwalt genommen? Aber ich verstehe euch vollkommen, vielleicht habt ihr echt recht. Wenn ich glaube, ein bisschen mehr Ahnung von so einem Zeug gehabt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich schon einen Anwalt genommen, aber ich war mir da einfach meine Schuld bewusst und wollte meine Fehler selber ausbaden. Ich habe auch direkt gesagt, ja, passt, ja, ist so, was soll ich das sagen? Als ich mich dann doch noch mehr informiert habe und jeder mir einen Anwalt empfohlen hat, wollte ich mir sogar einen Anwalt zulegen, aber meiner Meinung nach war es einfach schon zu spät und ich hatte das Geld einfach nicht. Es hätte mir auch keiner gezahlt, ich hatte keine Rechtsschutzversicherung. Ich hoffe einfach, dass mir die Ehrlichkeit mehr bringt, als zu viel Geld zu zahlen für einen Anwalt. Am Anfang habe ich mir auch erstmal gedacht, dass die Situation zwar echt beschissen ist, aber solange es nur Schwarzfahren wegen meiner KTM ist, geht es schon. Ja, es kam zwar leider echt viel, viel mehr dazu, als ich erwartet habe, aber dazu dann mehr in einem anderen Video. Ich denke mal, das wird das nächste sein. Ja, ich wurde da noch ein bisschen befragt und durfte meine abgeschleppte XC in den Polizeihof schieben. Die Polizisten waren echt nett und ich konnte mich auch gut mit denen unterhalten. Da bin ich auch echt froh drüber, besser als so Polizisten zu haben, wo man sich nur aufregt und wo man sich denkt, ach, halt einfach der Maul. Jetzt nochmal zurück zu dem anderen Thema und zwar zu den Best-Offs, da wollte ich noch was dazu sagen. Und zwar war ich eigentlich immer derjenige, der nur gefilmt hat. Ich habe zwar schon auch mal ein paar blöde Sachen gemacht, aber ich habe meistens die anderen gefilmt beim Wheelie-Fahren und so weiter. Und sagen wir mal, da bin ich auch froh drüber. Weil wäre ich jetzt einer davon gewesen, dann wäre ich noch mehr am Arsch, also auf jeden Fall. Polizisten haben auch gesagt, ich fahre ja eigentlich nicht so schlimm, aber ja, ich bin natürlich trotzdem da mittendrin und Gefährdungen habe ich trotzdem, aber dazu mehr in einem anderen Video. Und ja, wie schon gesagt, in einem Dreivierteljahr fahre ich schon kein Motorrad mehr. Das, ja, es tut mir schon weh, also wenn ich Geld hätte, ich würde mir direkt eine Enduro kaufen oder eine andere 125er, eine legale. Ich meine, das für mich ist es jetzt schon, sagen wir mal, 8 Monate Führerscheinsperre. Also für mich ist es schon, wie als hätte ich keinen Führerschein mehr, weil ich kein Motorrad habe, weil mir das einfach weggenommen wurde. Ich kann zwar noch fahren, ich habe meinen Führerschein noch, aber was bringt mir das, wenn ich kein eigenes Motorrad habe? Ja Leute, das war's mit dem Video.